So, Lichtgeschwindigkeit Nummer 507 und das ist hier mit der ganz heißen Nadel gemacht und zwar, es ist ja heute Freitag der 13. und ich habe hier für meine Aufnahmen ungünstige Lichtverhältnisse und kann hier meinen Cursor nicht sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Aufnahme wirklich läuft, aber ich kann ja schon mal Folgendes sagen. Mein Thema ist hier heute, wie man vielleicht schon sehen kann, ich bin an der Bernauer Straße. Hier, wenn die Luftschutzwarnung kommt, kann man reingehen und sich dann unter der Erde weiter vergnügen. Aber unweit von hier, also wenn ich nach da drehe, geht es Richtung Moabit, sozusagen West-Berlin. Da ist dann diese Gedächtnisstätte, wo heute der Wovereit Andacht gehalten hat, und hier ist Bernauer Straße, dann in die Richtung der Schönhauser Allee, da ist dann der Mauerpark, Eberswalder Straße, Danziger Straße, diese Art innerer Berliner Stadtring. Ich bin also hier an der Bernauer Straße U-Bahn auf der Brunnenstraße. Und Freitag der 13. ist ja eine Glückszahl, da ich abergläubisch bin. Hilft mir das jetzt hier bei meiner Aufnahme, und mein Thema ist also 49 Jahre Gedächtnistag des Baus der Berliner Mauer, 13. August 1961, und damit ist dieses Thema bereits erledigt, denn wenn es Sinn haben soll, müssen wir ja daraus gelernt haben. Und was haben wir denn gelernt? Gelernt haben wir also die Trennung, die Apartheid, das Auseinanderdividieren, das Zerfallen eines gesellschaftlichen Zusammenhangs, letztlich sogar symbolisiert durch eine Betonmauer. Und was haben wir jetzt, 49 Jahre danach? Haben wir eine Trennung der Gesellschaft, nicht in Schwarze und Weiße, sondern in Arme und Reiche dergestalt, dass man sagen kann, die Reichen, das sind die, die den Reichtum der Fantasie und der Inspiration haben, ihr eigenes Leben in der Hand zu halten und sich dafür einzusetzen. Zum Beispiel auch dadurch, dass sie Erwerbsarbeit machen, dadurch, dass sie irgendwie nach vorne denken, dass sie sich um sich sorgen und kümmern. Und das andere, das sind wirklich Unschuldige, die hier am Prenzlauer Berg, also Pankow, wo ich ja bin, Berlin-Mitte, Pankow, Ost-Berlin, das sind die, und zwar aus West und Ost, und Weiße und Schwarze, also überwiegend Weiße, die diese Selbstsorge, dieses Engagement lenken.